Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal. Ich möchte, ja, beziehungsweise versuche über das Spiel Deutschland gegen die Türkei zu reden, denn es fällt mir ehrlich gesagt schwer, das Ganze positiv zu sehen, weil einfach die deutsche Nationalmannschaft nicht die Leistung gezeigt hat, die man erwartet hätte. Ich muss auf jeden Fall sagen, Glückwunsch an die Türken. Die haben ein super Spiel gezeigt, kämpferisch, leidenschaftlich, und die haben nicht mal ihr bestes Personal aufgefahren. Die haben mit einer B-Mannschaft gespielt. Wir natürlich auch, aber das ist keine Entschuldigung für die Leistung, die wir gebracht haben. Wir sind dreimal in Führung gegangen und schaffen es dreimal nicht, diese Führung über die Zeit zu retten. Sicherlich haben wir im Sturm drei Tore erzielt, aber wir dürfen maximal ein oder zwei, maximal zwei Gegentore kassieren. Und das ist natürlich, ja, wie soll man das erklären? Wir müssen in unserer Abwehr nachlegen. Das ist einfach so. Wir müssen gucken, dass wir eine perfekt abgestimmte Abwehr zusammenbekommen. Die Frage ist, wie will Herr Löw das anstellen? Beziehungsweise sollte er das überhaupt noch tun? Ich bin nämlich der Meinung, wir sollten uns langsam von Jogi Löw trennen. Es ist schon, ich finde, länger so, dass das einfach nicht mehr stimmt. Die Chemie, die passt einfach nicht mehr mit Jogi Löw. Sicherlich hat er uns zum Weltmeister gemacht, und da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Er hat super Leistung vollbracht, aber es kommt einfach der Zeitpunkt, wo man sagen muss, es ist vorbei und wir müssen eine neue Ära aufziehen. Was wir ja schon mit den ganzen jungen Spielern gemacht haben. Jetzt ist halt die Frage, wann entlassen wir den Trainer und holen uns einen neuen Trainer? Wie schlecht, naja gut, schlecht ist der falsche Ausdruck. Wie oft müssen wir noch auf die Fresse kriegen, damit wir endlich aufwachen? Es ist einfach so. Ich würde sagen, erste Halbzeit. Naja, also wir fangen jetzt erstmal mit dem Spiel, auf jeden Fall mit der Analyse an. In der ersten Halbzeit würde ich sagen, war das Ganze sehr ausgeglichen. Ich würde aber sagen, dass wir etwas besser waren und dass wir uns auch die Torchancen rausgespielt haben, die Türken aber trotzdem sehr gefährlich waren. Und wir jederzeit aufpassen mussten, in einen Konter zu geraten, beziehungsweise, ja, dass wir die gefährlichen Angriffe abwehren mussten, so. Und dass Draxler dann das 1-0 kurz vor Pause macht, kurz vor der Pause macht, ist natürlich psychologisch ein Vorteil für uns gewesen. Und da dachte man natürlich, dass die Türken sich dadurch unterkriegen lassen und dass sie dadurch nervös werden. Aber keine Spur. Die sind weiter draufgegangen haben, weiter gekämpft haben, weiter ihr Spiel durchgezogen, obwohl sie 1-0 hinten liegen. Und das finde ich einfach nur stark. Und ich glaube nicht, dass wir genauso reagiert hätten, wären wir in derselben Situation gewesen. Und da sollte man sich doch fragen, wieso können wir in so einer Situation nicht so reagieren, wie wir es möchten? Wieso können wir das nicht so aufziehen wie früher? Und meine Antwort dafür ist ganz klar. Die Spieler haben kaum, also die meisten Spieler heute zum Beispiel hatten kaum Praxis oder haben kaum Praxis, weil sie nur zweite Wahl auch in ihren Vereinen sind. Da ist es doch klar, wenn du keine Spielpraxis hast, dass du auch nicht die volle Leistung abrufen kannst, die du gerne abrufen würdest. Und diese Mannschaft hat ja auch noch nie so, wie sie heute gespielt hat, zusammengespielt, was natürlich auch nochmal ein Nachteil ist. Es muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Die Leute sagen, das ist ein Nachteil. Ich kann dazu nur sagen, entweder passt es oder das passt nicht. Das hat nichts damit zu tun. Sicherlich hat es ein bisschen was damit zu tun, ob du schon mal zusammengespielt hast oder nicht. Aber trotzdem, die Klasse, die wir haben so viele bekannte Namen in unserer Nationalmannschaft. Wir haben richtig gute Spieler in unserer Mannschaft. Und von der Qualität her müssen wir besser spielen. Das hat nichts damit, sicherlich hat es auch was damit zu tun, aber man kann es nicht entschuldigen. Das, was heute passiert ist, kann man nicht entschuldigen. Wenn man dreimal in Führung geht, muss man das irgendwie über die Zeit retten. Und dass wir diese späten Gegentore immer kriegen, kann ich auch nicht verstehen. Erst gegen Spanien, das war unglücklich. Das heute hat sich angedeutet, weil die Türken immer weiter gedrückt haben, bis zum Schluss. Und das ist das, was uns fehlt. Dieser Wille, dieser Siegeswille. Sicherlich, Wille ist immer da bei jedem Spieler. Ich meine, wenn du als Sportler nicht gewinnen willst, dann brauchst du auch gar nicht auf den Platz gehen. Aber die Türken haben das einfach ein bisschen mehr gewollt als wir. Und ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass es den Leuten egal ist. Also sicherlich ist es denen nicht egal, aber
Es kommt einfach einem so vor, ja, als würde es denen gar nichts bedeuten, dass sie sagen, ja, ist halt jetzt so, nächstes Spiel. Und das finde ich halt schade, weil man muss jedes Spiel spielen, als wäre es sein letztes. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn du mit so einer Einstellung in dein Spiel gehst, dann kannst du zum Teil Berge versetzen. Das ist einfach so. Und ja, diese Leidenschaft, dieser Biss, dieser Wille, dieser letzte Wille, das Spiel gewinnen zu wollen, der fehlt uns einfach noch. Und da finde ich auch, dass die alte Generation das deutlich besser gemacht hat. Deswegen sind wir ja auch Weltmeister geworden. Also, das kommt ja nicht von irgendwoher. Da hat die Chemie gestimmt, da hat alles gestimmt. Man hat sich blind aufeinander verlassen und das kann man heute nicht. Es sind viel zu viele Aktionen bei, die überhaupt nicht funktionieren und die überhaupt keinen Sinn ergeben. Das Pressing fehlt. Das hat man heute wieder gesehen. Das komplette Pressing war fast gar nicht vorhanden. Was man bei den Türken sagen muss, das haben sie natürlich sehr gut gemacht. Aber bei uns, wir haben, da fehlt einfach die Leidenschaft und ich vermisse auch diese Leidenschaft und es tut mittlerweile echt weh, die deutsche Nationalmannschaft spielen zu sehen. Ich möchte einfach diesen Kampfgeist wieder haben. Naja, aber kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ja, da kann man, um es kurz zu halten, viele Tore. Die Räume kamen natürlich, weil mit der Zeit die Kräfte auch schwinden natürlich. Und ja, es gab natürlich Räume. Und die Türken haben das super gemacht. Also wir sind ja erstmal in Führung gegangen. Ob verdient oder unverdient. Ja, da lässt sich drüber streiten. Ach nee, Entschuldigung, die Türken haben erstmal ausgeglichen. So, war ein schönes Tor. Drei Abwehrspieler von uns lassen sich austanzen. 1-1, ja, war schön gemacht. Dann wir wieder in Führung ein paar Minuten später. Und du hast gar keine Zeit, dich zu erholen. Sicherlich war das 2-2 der Türken meiner Meinung nach nicht regelkonform, weil das hätte man abpfeifen müssen, weil es ein Foul war. Aber ja, es ist halt so, wir können es nicht ändern. Dann halt 2-2. Dann 3-2 durch Neuhaus, glaube ich. Und dann. Nee, ach Quatsch, das 2-1 war durch Neuhaus, Entschuldigung. Und das 3-2 war dann durch Luca Waldschmidt, genau. Und das war so kurz vor Schluss. Und wieso schafft man es nicht, über diese paar Minuten noch das Unentschieden zu vermeiden, beziehungsweise den Sieg nach Hause zu fahren? Nein, man muss wieder in der Nachspielzeit den Gegentreffer kriegen. War super rausgespielt, aber es kann nicht sein, dass sich zwei Türken im deutschen 16er, wo man vorher noch in Überzahl war in der Situation, es schaffen, sich den Ball im 16er zuzuspielen, sodass sie das 3-3 machen können. Bernd Leno war da komplett chancenlos. Naja, wie seht ihr das Spiel der Nationalmannschaft? Schreibt es in die Kommentare und sagt, ob Jogi Löw noch weiter Bundestrainer bleiben soll.